Es ist so, dass ehrenamtliches Engagement zu begrüßen ist, sowohl bei kommunalpolitischen Aspekten, aber auch natürlich im Handwerk und in den Kammern. Und ehrenamtliches Engagement bedeutet immer Aufwand, den man als Unternehmer, als Freiberufler oder auch als Angestellter mitgibt. Und der Aufwand wird im Rahmen der gesetzlichen Ansprüche auch entschädigt. Herr Bode, ich zitiere einmal den Norddeutschen Rundfunk, der sich als Quellenangabe auf die Hannoversche Allgemeine bezieht. Außerdem hätten die Ehrenamtlichen in einigen Fällen zu viele Stunden abgerechnet. In einem Fall habe ein Kammerpräsident aus dem Nordwesten 7,5 Stunden für die Teilnahme an der Beerdigung seiner Sekretärin geltend gemacht. Ein Gedankenaustausch bei einem weiteren Präsidenten dauert laut Hatz 8 Stunden. Hier sind Konsequenzen und Strafmaßnahmen unausweichlich. Natürlich entscheiden kann man auch selbst, welche Funktionen wahrgenommen werden müssen und sollen, welche Repräsentationspflichten und die Präsidenten und die Vizepräsidenten wahrnehmen sollen. Das ist eine alleinige Entscheidung der Selbstverwaltung. Wir als Wirtschaftsministerium sind nur die Rechtsaufsicht. Das heißt, wir prüfen, ob die Beschlüsse, die von der Vollversammlung getroffen werden, ob die mit dem geltenden Recht in Einklang zu bringen sind. Und das tun wir. Und wir haben bei der Frage, die aufgeworfen ist, jetzt gemeinsam mit allen Beteiligten so ein Eckpunktepapier erstellt, wo wir darstellen können, für jeden verständlich, was das Gesetz möglich macht. Herr Bode, was Ihre Rechtsaufsichtspflicht betrifft, diese verweigern Sie seit Jahren. So zum Beispiel ist der Handwerkskammerpräsident der HWK Hildesheim illegal im Amt. Er hat zum 01.11.2008 sein Fleischereigeschäft in Einbeck aufgegeben. Somit hat er in der Handwerkskammer überhaupt nichts mehr zu suchen. Laut Satzung ZDH müssen Präsidiumsmitglieder selbstständig einen Handwerksbetrieb führen und das ist bei diesem Mann nicht der Fall. Er kassiert seit Jahren illegal Aufwandsentschädigung der Handwerkskammer Hildesheim. Und was die Wahlen betrifft, sind Sie auch informiert. Es fanden nie Wahlen statt bei der Handwerkskammer Hildesheim und es wurde Klage eingereicht und auch da sind Sie untätig. Sie und Ihr Herr Kollege Matutat vom Wirtschaftsministerium. Kammern haben unterschiedliche auch Vergütungssystematiken. Industrie- und Handelskammern haben andere als die Handwerkskammern. Das kommt immer auf die Struktur der Kammer an, wie groß auch die Unternehmen sind. Wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, brauchen Sie natürlich einen ganz anderen Ausgleich, wenn Sie sich ehrenamtlich engagieren, damit Ihr Unternehmen auch weiter existieren kann. Und das muss man immer ins Verhältnis setzen. Deshalb gibt es auch Unterschiede.